bin ja noch das Trail-Fazit schuldig. Und also mir hat der Trail zwar gefallen, aber herausragend war er nicht. Hat verschiedene Gründe. Zum einen finde ich den Untergrund halt im Gegensatz zum Hike gestern, der im anderen Teil, im Ostteil war, sehr steinig, sehr uneben, wirkte auch ein bisschen unaufgeräumt dadurch, die Wegführung. Man hatte halt entweder links oder rechts immer einen Abhang, das heißt, man hatte eigentlich, wie soll ich sagen, es war halt immer irgendwie auf und ab. Bei dem gestern war das halt alles mehr Sandboden, das lässt sich natürlich viel leichter laufen, auch viel schöner, das war alles auch viel natürlicher und aufgeräumter, also mir hat das gestern bedeutend mehr gefallen. Nichtsdestotrotz war der Hike cool, nicht schlecht, die Aussicht von oben war toll und mein Nagel ist übrigens violett geworden. Ja, jetzt geht's wieder in den Park rein. Ich würde jetzt ganz gerne noch den Scenic Loop fahren, vorher noch was essen und dann geht's zur nächsten Station. Die Fahrt weitergehen. Ich habe ja schön gegessen. Muss ehrlich sagen, habe ein bisschen Sodbrennen. Ein Glas Milch wäre jetzt toll. Aber es liegt doch wahrscheinlich an den Jalapeno Pringles und ein paar anderen scharfen Sachen. Heute früh habe ich auch etwas schärfer gegessen. Ich kriege gar nicht weggespült. Naja, wie dem sei. Also ich muss sagen, gefällt mir sehr gut der Loop. Der macht ja für den Teil des Parks doch noch einiges wett. Jetzt gibt es noch einen kleinen Petroglyphs Trail. Ja, könnte ich gehen, aber ich glaube ehrlich gesagt, aufgrund meines Cs werde ich jetzt erstmal keinen Schuh mehr anziehen heute. Ja, ich fahre den Loop jetzt entspannt zu Ende und würde dann aufbrechen zum nächsten Park. Freue ich mich auch schon drauf, sind nochmal neue Eindrücke. Ein neuer Kaktus kommt ein bisschen ins Sichtfeld. Eigentlich dürfte ja dann klar sein, wo es hingeht. Ja,